Diese Bilder aus den Niederlanden zeigen schon heute Morgen, was Deutschland bevorstehen wird. In Amsterdam reißen Orkanböen die Menschen von den Beinen. Der internationale Flughafen der Stadt wird geschlossen. Drei Menschen kommen im Sturm ums Leben. Dann zieht die Friederike weiter nach Deutschland. Im Rheinland wird ein Mann von einem Baum erschlagen. In Köln decken Böen Dächer ab. Umstürzende Bäume zerschmettern ein fahrendes Auto. Die Fahrerin wird schwer verletzt. Rund um den Kölner Dom haben die Behörden eine Sperrzone eingerichtet. Man befürchtet, dass Steine von der Kathedrale auf Passanten stürzen können. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen muss bis zum Mittag der Bahnverkehr komplett eingestellt werden. Am Nachmittag dann bundesweit. Abgerissene Oberleitungen und Bäume auf den Gleisen stoppen die Züge. Zehntausende Reisende sitzen fest. Es gibt kein Zurück und kein Vor. Und eigentlich würde ich gerne nach Aachen. Aber bis jetzt gibt es keine neuen Informationen dazu. Wenn gar nichts mehr geht, dann suchen wir uns nochmal ein Hotel. Ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig, dann schätze ich mal. Auch im Flugverkehr kommt es zu Ausfällen. Am Flughafen Hannover müssen bereits am Vormittag Flüge gestrichen werden. Heftige Böen machen jede Landung zu einem riskanten Abenteuer. Nur mit Mühe kann ein Pilot sein Flugzeug auf der Rollbahn halten. Welche Gewalt Friederike entwickelt, zeigt sich auch im Ruhrgebiet. Hier bringt der Orkan die Halle eines Autohandels zum Einsturz. Am Niederrhein und in Dortmund fällt zeitweise der Strom aus, weil Leitungen zerreißen. Windböen von mehr als 100 Stundenkilometern werden auch diesem Lkw-Fahrer auf der A555 bei Bonn zum Verhängnis. Der Orkan weht seinen Laster einfach von der Straße. Bei Soest stirbt ein Kollege bei einem ähnlichen Unfall. Viele Fernfahrer aber gehen lieber auf Nummer sicher und halten trotz Termindrucks wie hier auf der A2 bei Magdeburg auf dem nächsten Parkplatz an. Meine Familie, die hat natürlich Angst und die Bekannten natürlich auch, die Kollegen denken natürlich auch mit. Die drücken ihnen die Daumen. Ja. Am frühen Nachmittag erreicht Friederike Ostdeutschland. Hier hatten die Vorbereitungen auf den Sturm bereits in den frühen Morgenstunden begonnen. Im Harz wird das Hotel auf dem Brockengipfel evakuiert. Dem letzten Gast fegt der Schneesturm mit D-Zug-Tempo um die Ohren. Wer bleibt, der schwebt auf dem Berg in Lebensgefahr. Das war schon unheimlich. Also gestern Abend sind dann auch die Bedienungen noch, haben den Berg verlassen und ich hatte noch eine Notfallnummer vom Brockenwirt sozusagen. Und von daher war das jetzt keine wirkliche Möglichkeit wegzukommen und war sehr froh, ja, dass der Brockenwirt mit Begleitung vorbeigekommen ist, um mich da rauszuholen, weil sowas habe ich noch nicht erlebt. In Oberfranken und in Nordrhein-Westfalen bleiben Schulen wegen des Orkans vorsichtshalber geschlossen. Auch die Stadt Kirspe im Sauerland will die Kinder keinem Risiko aussetzen. Allerdings ist es hier vor Ort so, dass vielfach die Auswirkungen des Kirrlsturms noch sehr gut präsent sind. Hier sind Häuser abgedeckt worden und vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, auf Nummer sicher zu gehen. Tatsächlich scheint Friederike mit jedem Kilometer ostwärts stärker zu werden. Bei Erfurt reißt der Orkan eine tonnenschwere Schilderbrücke um. Die kippt direkt auf ein Auto, die Insassen bleiben wie durch ein Wunder unverletzt. Riesenglück haben auch diese Feuerwehrleute im Ostharz. Als sie eine Straße freischneiden wollen, werden sie von umstürzenden Bäumen beinahe erschlagen. Der Boden ist sehr weich, die Bäume fallen um und es ist doch relativ gefährlich. Also ich würde es lassen, hier durch den Wald zu fahren. In ganz Deutschland sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. In Thüringen wird ein Helfer am Nachmittag erschlagen. Er ist das dritte Todesopfer. Im thüringischen Suhl aber werden die Helfer von einem Gaffer behindert, der sogar die Polizei angreift. Den Norddeutschen brachte Friederike heute nur wenige Sturmböen, dafür aber jede Menge Eis und Schnee. Es kam zu hunderten Unfällen, so wie hier in Klinkrade bei Hamburg, wo ein Linienbus in den Graben rutschte. Die Insassen blieben unverletzt, mussten aber durchs Fenster aussteigen. Bis in die Nacht tobt sich Friederike noch in Deutschland aus. Das ganze Ausmaß der Schäden wird wohl erst morgen bekannt. Völlig unklar ist, wann wieder Züge fahren, denn der gesamte Bahnverkehr ist bis auf Weiteres eingestellt.